Das sieht schon sehr gut aus. Ihr habt fleißig gesammelt. Vielen Dank dafür. Man mag gar nicht schätzen, wie viel Geld in diesen Säcken hier drin sein könnte. Die Scheine quillen oben schon raus. Das zeigt symbolisch, genug Geld ist eigentlich da. Es ist nur an der falschen Stelle und deswegen werden Schwimmbäder nicht saniert und deswegen ist zu wenig Geld für die Bildung da. Deswegen klappt es in unserem Land nicht mit der Armutsbekämpfung. Es liegt nicht daran, dass kein Geld da wäre. Der kommt gleich zu allen einzelnen Punkten hier noch. Da geht es um Kinder, da geht es um alte Menschen, da geht es um die Gesundheit, um die Armut. Aber erstmal warten wir ab, bis tatsächlich alle auch wieder zurück sind. Man sieht da hinten immer noch die Fahnen der teilnehmenden Organisationen. Und dann schreiten wir zum Umverteilen. Sehr schön, dass die Kette so lang war, dass immer noch nicht alle wieder zurück sind. Das sind zwar nicht so viele wie bei der Demo im letzten Herbst und hoffentlich auch weniger als bei der Demo kurz vor der Bundestagswahl, die es noch geben wird. Da hoffen wir noch auf ganz andere Teilnehmerzahlen. Aber auch für so einen Aktionstag wie heute ist das schon klasse, was hier läuft und die Organisation, die alle zusammen Umverteilen in Berlin mittragen, die sich heute alle hier daran beteiligen. Ich sehe da hinten jedenfalls immer noch Menschen auf uns zukommen. Deswegen können wir noch nicht zum Umverteilen schreiten. Dazu sollten wir erstmal alle wieder zurück sein. Also, ich habe gerade einen Tipp bekommen von da, wo man mehr Überblick hat über den Platz hier. Auf der Seite von dem Platz, zum Leipziger Platz rüber, stehen nämlich viel weniger Menschen als auf dieser Seite. Deswegen können nicht alle da rücken, die noch gerade wieder zurückkommen vom Marlene-Dietrich-Platz, wenn ihr auch alle noch mit hier zu uns zusammen hier dabei sein wollt. Also, tut uns einen Gefallen und verteilt euch ein bisschen mehr noch über den Platz, damit alle eine Chance haben, hier noch mit drauf zu passen.
so, liebe Freunde und Freunde, wir warten, bis alle zurück sind, werden in spätestens 5 Minuten dann mit der Kundgebung beginnen und damit offiziell den Umverteilungsmarkt eröffnen. Bleibt bitte alle da, hört den Rednerinnen und Rednern zu, da natürlich neben dem symbolischen Akt des Umverteilens auch die harten Facts, nämlich die Auseinandersetzung, was tun die Parteien im Bundestagswahlkampf, was tun sie vor allem nachdem der Wahlkampf vorbei ist, eine große Rolle spielen wird. In etwa 5 Minuten beginnt dann die Kundgebung. Bleibt bitte da. Bitte dann Astrid und Ursula schon hierher zu kommen, dass wir nachher die Kundgebung eröffnen können. Jetzt hoffe ich auf einige Helferinnen und Helfer hier in der Mitte. Denn jetzt geht es darum, dass wir von dem vielen Geld, das wir hier gesammelt haben, noch einige von den Geldsäcken den jeweiligen Zwecken hier zuordnen. Denn wir wollen ja nicht einfach so umverteilen, sondern das hat ja gute Gründe, warum wir das tun wollen. Und deswegen wäre es ganz schön, wenn jetzt immer mal ein, zwei Leute hierher kommen und sich mal so einen Geldsack greifen und den dahin legen, wo ich es gerade sage. Wir fangen nämlich mal an mit der Bildung. Es wäre ganz schön, wenn hier bei der Bildung mehr Geld ankommen würde als bisher. Wir haben zu wenig Geld für die Bildung. Wunderbar, da packt schon jemand mit an. Denn das Bildungssystem in unserem Land ist immer undurchlässiger geworden, anstatt durchlässiger. Das ist nicht gut so und das muss sich ändern und dafür brauchen wir mehr Geld für die Bildung. Das ist wunderbar so. Jetzt haben wir schon mal genügend Geld bei der Bildung. Jetzt wäre es ganz schön, wenn jemand nochmal was für die Kultur. Das ist da drüben daneben. Wir brauchen auch Geld für die Kultur, denn Teilhabe in der Gesellschaft hat auch immer was zu tun mit dem gleichen Zugang zu Kultur und nicht nur zu materiellen Gütern. Und deswegen brauchen wir auch mehr Geld bei der Kultur. Und wir brauchen auch, das steht hier vorne, Geld für den sozialen Wohnungsbau. Denn gerade wir in Berlin spüren im Moment, wie der Wohnungsmarkt immer schwieriger wird. Und das ist nicht das Problem derer mit den ungefüllten Bankkonten, sondern das ist das Problem von allen, die wenig Geld zur Verfügung haben, gerade auch Familien, und die im Wohnungsmarkt immer schwerer zurechtkommen. Deswegen brauchen wir Wohnungsbau, der auch bezahlbar ist. Nicht nur für 9 oder 10 oder 15 Euro netto kalt den Quadratmeter. Wir brauchen aber auch Geld für die Gesundheit. Wo ist die Gesundheit? Wenn sind die Kinder hier, die Karte etwas durch den Gegend geflogen durch den Wind. Und hier ist die Gesundheit. Wir brauchen unbedingt auch mehr Geld für die Gesundheit, denn wir haben das Medizin, von der immer gesprochen wird, dass sie irgendwann mal kommt. In Wirklichkeit gibt es jetzt Zweiklassenmedizin. Deswegen brauchen wir auch Umverteilung für die Gesundheit. Und wir brauchen Umverteilung für die Pflege. Das ist das, was man hier lesen kann. Da muss unbedingt auch noch Geld hin. Denn in der Pflege ist es so, dass das Geld fehlt, um die Mitarbeiter in der Pflege auch so bezahlen zu können, wie es diesem Beruf eigentlich angemessen wäre. Deswegen haben wir vom Diakonischen Werk gefordert, dass der Pflegemindestlohn zumindest auf 10 Euro in der Stunde angehoben wird für die Pflegehilfskräfte. Das ist eine schwere Arbeit und man sollte für die Pflege auch ordentliche Bezahlung bekommen und nicht nur dann, wenn man sich um Maschinen oder um Autos kümmert in unserer Gesellschaft.
wir brauchen. Und danke für den Applaus. Auf dem sind wir Pflegegeister. Aber wir brauchen eben nicht nur Sonntagsreden und gute Worte, sondern wir brauchen tatsächlich das Geld an den Stellen, in denen es in der Gesellschaft gebraucht wird. Und das ist auch die öffentliche Infrastruktur. Die ist hier. Da muss auch noch Geld hin. Woher auch immer jetzt noch lebt, man sieht, kann das Geld auch schnell mal zur Neige gehen. Aber die öffentliche Infrastruktur ist auch wichtig, denn wenn man sich die Schwimmbäder und die Schulen in unserem Land anguckt, dann sehen sie nicht danach aus, als ob es die Schulen und die Schwimmbäder wären von einem der reichsten Länder der Erde. Und wir brauchen Geld für die Armutsbekämpfung. Ja, das ist auch unangemessen, dass in diesem Land so viele Menschen nicht wissen, wie sie über den Monat rüberkommen, obwohl das dem gesellschaftlichen Einkommen in keiner Weise entspricht. Und man hat gerade vor kurzem noch an dem Hin und Her über den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung gesehen, dass es auch nicht gelingt zu verschleiern, dass es Armut in Deutschland gibt. Das Problem ist real und es hat sich in den vergangenen Jahren verschärft und deswegen muss dringend daran etwas getan werden. Und ein Schild hier auch noch hatte den Titel Soziale Gerechtigkeit. Das ist im Grunde genommen die Zusammenfassung von allem anderen, was ich vorher gesagt habe. Soziale Gerechtigkeit ist der Zweck, für den wir in diesem Land mehr Geld brauchen. Es hilft auch nichts, wenn man das Geld aus Verschuldung nimmt. Die Staatsschuld muss auch irgendwann irgendjemand bezahlen, sondern wir brauchen die Umverteilung, indem wir tatsächlich denjenigen das auflasten, die es auch leisten können und die teilweise von der Finanzkrise nicht nur nicht gelitten haben daran finanziell, sondern sogar noch daran profitiert haben seit 2008. Deswegen brauchen wir mehr Umverteilung in diesem Land. Und mit diesen Worten rübergegeben, denn dort wird es jetzt weitergehen und von dort werden die nächsten Worte kommen. Vielen Dank euch allen.